Hi, das hier sind kandierte Cashewnüsse mit Royal Flush, eine super Knabberei für den nächsten Fernsehabend. Und wie ihr die macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meine Royal Flush Cashewnüsse brauchen werde. Los geht's mit den Nüssen. Das hier sind 500 Gramm Cashewnüsse. Die habe ich aus Thailand bestellt. Muss man jetzt nicht unbedingt besorgen, kriegt ihr auch beim Discounter des Vertrauens. Aber letzten Endes, das hier sind also 500 Gramm Cashewnüsse. Dann brauchen wir eine gusseiserne Pfanne, einen Holzlöffel, etwas Wasser. Das hier sind 100 Gramm Zucker. Und dann werden wir noch 50 Gramm von der Royal Flush Rub brauchen, dass wir also ein bisschen Rauch und ein bisschen Schärfe an unsere Cashewnüsse dran bekommen. Den Grill nehmen dran, heize ich gerade eben schon vor und sobald der auf Temperatur ist, legen wir los. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir den Grill für direkte Hitze vorbereitet. Das heißt, die Kohlekörbe stehen hier in der Mitte und da ist auch wirklich richtig Hitze am Start. Hier habe ich meine große gusseiserne Pfanne. Die hänge ich mir hier in dieses GBS-Loch von dem Kugelgrill rein. Gebe jetzt schon mal den weißen Zucker in die Pfanne sowie gute 100 Milliliter Wasser. Und 2 Esslöffel von der Royal Flush Rub. Und das Ganze rühren wir dann erstmal ordentlich unter, dass ich das in dem Wasser schön auflösen kann. Und dann lassen wir das Wasser kurz aufkochen. So, wir sehen jetzt, der erste Wasserdampf entsteht. Das heißt, unsere Flüssigkeit ist inzwischen warm genug. Jetzt geben wir hier unsere Cashewnüsse rein. Wie gesagt, die bekommt ihr, wichtig sind, dass sie ja nicht gesalzen sind oder dergleichen, sondern die sind quasi unbehandelt. Und die rühren wir jetzt hier schön in die Flüssigkeit rein. So, inzwischen fängt das Ganze jetzt also an zu köcheln. Und das ist dann so der Moment, wo wir mit dem Rühren richtig loslegen müssen. Das heißt, die Cashewnüsse müssen jetzt also richtig schön in Bewegung gehalten werden, während das Wasser jetzt verkocht. Jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo die Flüssigkeit weitestgehend verkocht ist und der Zucker jetzt gleich wieder trocken wird. Das war so der Punkt, wer das Video gesehen hat von den Weihnachtsmandeln bzw. von den gebrannten Mandeln vom Grill, wo dann viele aufgehört haben zu rühren und sich dann gewundert haben, dass die Mandeln nicht so schön aussehen. Jetzt geht es quasi darum, wenn diese Nüsse bzw. die Mandeln dann irgendwann trocken werden, der Zucker also austrocknet, immer weiter zu rühren, denn dann fängt der Zucker erneut an zu karamellisieren und das ist der Punkt, wo wir hinwollen. So, kurz Zeit später sehen dann unsere Cashewnüsse so aus und jetzt wird es Zeit, sie vom Grill runterzunehmen. Und wir haben hier ein Backpapier, da füllen wir jetzt die Cashewnüsse drauf und ziehen sie so ein klein wenig auseinander. So, und hier sind sie also, meine kandierten Cashewnüsse mit dem Royal Flush Rub und duften tut es schon mal fantastisch. Ich schnapp mir jetzt einfach mal so eine Nuss und dann wird natürlich auch probiert. Leicht rauchige Note, auch eine gewisse Grundschärfe ist da vorhanden, aber das macht ja den Royal Flush Rub aus. Habe ich gerade eben beim Rühren auch schon gemerkt, dass einem da so eine leichte Schärfe in die Nase steigt. Aber so soll es letzten Endes ja auch sein. Absolut fantastisch, eine tolle Knabberei. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Braucht nicht wirklich viele Zutaten und es ist schnell gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freundlich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, habt ihr da oben in der Ecke die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Wenn ihr schon Abonnenten seid, findet ihr unter dem Videofenster so eine kleine Glocke, die klickt bitte an, damit ihr über Aktualisierungen auf meinem Kanal auf jeden Fall informiert werdet. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.